Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Greenlight Valley. Wir schauen mal, was Tiana als nächstes braucht für ihre nächste Aufgabe. Oh, Freundschaft 4. Okay, dann schauen wir, dass wir Vanellope auf 7 bringen und dann holen wir uns Tiana. Wer ist Essen? Mickey. Mickey war vorher nicht Essen. So, und wir brauchen natürlich noch gereinigte Nachtschleppen für Scar. Ein Erdnussbutter-Sandwich. Klar doch. Erdnussbutter-Sandwich, hier. So, schau mal, wie Mickey sich freut. Deine Bestellung. Sind leider alle 10 schon. Das heißt, das bringt mir eigentlich nicht viel, wenn ich für die koche, außer Geld. Und ich finde das halt cool, dass man hier so Leute bedienen kann. Ich finde es voll. Keine Ahnung. Ich mag so Spiele, wo man so Menschen bedienen kann. Hey, ist der Baum gewachsen? Ich glaube schon. Hey, jetzt kriegen wir von Tiana bestimmt mal. Danke. Danke, dass du mir so viel Liebe und Zutrauen schenkst. Tiana ist also ein bisschen geizig. Nein. Dann können wir da endlich mal diese Fische wegtun. So. Ja, ich muss doch irgendwo dieses Holzzeug haben, schauen wir nicht. Gut, dann esse ich mal diesen Geisterfisch da. Okay, ich bin voll motiviert. Dann machen wir mal da oben ein paar Wege hin, dass wir Dagoberts Aufgabe demnächst mal erfüllen. Und suchen gereinigte Nachtscherben. Möbel, Wegepfade. Ja, ist schon das Richtige. Oh. Fünf Stück noch. Und Weg beendet. Wir können das ja schnell ernten und anpflanzen. So. Du hast ja also das Sagen. Ja, du nicht, Scar. So. Es bringt einfach mehr durch das, was sie verdoppelt, als das, was ich ernte. Okay, von Ariel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 3. Okay. Schön, dich zu sehen. Das erste Mal. Oh, ich will es ja nicht verkaufen. Das horte ich immer. Weil ich dann da einen Stoff herstellen muss. Okay. Dann pflanzen wir mal kurz an. Und dann können wir gleich die gereinigten Nachtscherben suchen. Ich würde halt nur Gentiana mitnehmen, dass mit die hochsteigt. Hat jemand Lust auf einen Abend auf der Plaza? Nein. Nein, Daisy. Ich finde das voll krass. Mein Handy sagt mir gerade, es hat einfach nur 9 Grad draußen. Es ist einfach so unvorstellbar. Es hat einfach die letzten Wochen immer so nachts auch über 20 und jetzt hat es 9 einfach einstellig. Das ist voll krass. Okay, dann suche ich mit ihr mal. So. Ja, ich brauche den DME. So.
Ich weiß nicht, was ihr da für eine Versammlung habt, aber wenn ihr Ska dazu einladet, dann scheint ihr gut zu laufen. Während da hinten mehr ein Haken hat, wahrscheinlich da gewährt. So war ich hier stehe, die sonnige Ebene hat sich von einem ausgedörrten wie so ein schönes Fläschchen Erde verwandelt, auf dem sich jeder Besucher wohlfühlt. Ich habe einen Weg ergänzt. Die Wirtschaft im Dorf wird dank dir immer stärker, leider. So. Was haben wir jetzt noch für Aufgaben? Nur das hier eigentlich und ja, der Schmarrn. Dann kümmern wir uns mal um die Dinger Fisker. Hat jemand Lust auf einen Abend auf der Plaza? Schauen wir mal da oben. Weil da können wir dann auch gleich Hartholz finden. So. Ich sehe schon, dass wir am Ende am Hartholz scheitern dann. Aber so richtig random, es scheitert nicht daran an dem Lehm, die 200 Stück. Nein, es scheitert am Hartholz. So, nein. Ich wollte nicht am Weg rumgraben. Einmal hier. So, da vorne. So. Alles wird hier mitgenommen, aber alles. Vor allem das Hartholz, was ich ganz dringend brauche. Hier ist ein Waschbär. Muss ich nicht irgendwie Sphären jagen? Das ist eine Aufgabe, wo ich immer nicht checke, was ich tun soll. Das ist wieder so eine blaue Blume, die wir früher oder später brauchen. Ich glaube, es war echt Bastleid hier, weil da müssten wir so Tore machen, glaube ich. Und da hat man die gebraucht. Ich überlege den tatsächlich, also erst vergessene, also dann noch das vergessene Land zu machen und dann die erst zu holen. Das ist so meine Überlegung die letzte Zeit gewesen. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Muss es irgendwie extrem leuchten? Ich check das nicht. Oder muss ich in den Kreis was finden? Ich bin mir da halt echt nicht sicher. Das mal mit. Ja, gute Nacht. Dann geh mal schlafen, Mirabel. So. Irgendwie glaube ich, mich hat da gerade irgendwas gestochen. Irgendwie glaube ich, ich habe eine Mücke im Zimmer. Was echt uncool wäre, aber ich glaube, es ist so. Dann bringe ich mal die ganzen Sachen wieder rein. Und vielleicht haben wir tatsächlich schon genügend Scherben. Ich glaube es nicht, weil es nur drei Stück sind, die wir haben, aber vielleicht ja schon. Mit ganz viel Glück. Aber wir haben schon
fast 200, also fast 100 Leben. Das ist die Hälfte vom Leben, haben wir fast. So. Gereinigte Nachtscherben. Nö, 4 Stück fehlen noch. Gut. Oh, was ein Raid. Oha, danke. Mega krass. Vielen, vielen Dank. Oh mein Gott, kommt einfach ein fetter Raid mit 31 Leuten. What? Vielen, vielen Dank. Ist mega krass. Mega. Danke. Oh mein Gott, damit habe ich jetzt gerade gar nicht gerechnet. Guten Morgen. Ist fast morgen. Kann man gelten lassen. Passt. Gute Uhrzeit. Okay, da ist einer. Okay, noch 2. Gerne doch. Mega krass. Ich habe, also mit dem Raid habe ich heute nicht mehr, also wir hatten heute schon einen Raid, aber ich habe jetzt nicht mit dem zweiten Raid schon wieder um, wie viel Uhr ist es? 2.15 Uhr gerechnet. Mega krass. Ich habe mir gerade noch so gedacht, weil ich habe gesehen, dass ich 2 Zuschauer habe, dass ich mir so, ja, es ist auch irgendwie mitten in der Nacht. Das ist total okay. Oh, wir müssen hier schon wieder gießen. Dann kommt einfach ihr mit euren Raid hier. Voll krass. Ich muss noch ein so ein Ding verkaufen. Das heißt, es ist ein Edelstein, deswegen sollten wir einen finden. Ein Zitrin, da ist eine Erinnerung. So. Aber warum bist du denn noch wach? Warum nicht? Wir machen manchmal hier einfach so zum Spaß so Nachtschicht-Streams. Wo wir halt einfach mitten in der Nacht zocken. Das passiert hier öfter. Da wo man einfach sagt so, hey, ich hab Bock zu streamen. Und das ist einfach erst 2 Uhr nachts. 2 Uhr nachts ist keine Uhrzeit. Falls die Frage kommt, wir haben Yoshi's Island auf SNES gespielt. Boah, cool. Und da jemanden zu finden für ein Raid ist schwierig, das glaube ich. Alternativen mussten her und da ich selber auch Disney Dreamer Valley spiele. Und du die Einzige bist in einem deutschsprachigen Raum, bist sind wir zu dir rüber. Danke. Boah, das, da hätte ich auch mal wieder richtig Bock. Das ist voll die Kindheitserinnerung für mich. Da hätte ich echt Bock drauf. Insgesamt so ein bisschen so SNES-Spiele hätte ich mal voll Bock wieder. Ich war heute bei meinen Eltern und da habe ich diese ganzen Sachen von früher gesehen und ich dachte mir einfach so, boah, ich hätte voll Bock mal wieder sowas in die Richtung zu zocken. Also ich kenne mich, am Ende läuft es auf Secret of Mana hinaus oder auf Terranigma. Oh, auf Terranigma hätte ich voll Bock. Das habe ich mir heute auch mal gedacht. Irgendwie denke ich meinen ganzen Tag nur an Zocken. Das macht mir irgendwie ein bisschen Angst. Und jetzt sah es ehrlich gesagt auch etwas traurig aus, dass die letzte Chatnachricht über eine Stunde her ist. Okay. So sind hier echte Menschen am Start. Nice. Ja, wie gesagt, es ist ziemlich spät und meine Zuschauer müssen irgendwann mal auch schlafen. Mega cool. Freue mich gerade voll. Immer diese Raids, die immer so richtig unerwartet sind, das sind immer die besten Raids. Wo du halt echt so 0,0 mitrechnest. Wo du einfach so denkst, so, ja, ich mach jetzt hier chillig mein Valley, räum mich ein bisschen auf, mach mal ein paar Missionen. Und auf einmal kommt ein fetter Raid. Das sind die besten Raids. Was, Secret of Mana direkt von? Oh, danke. Du gehörst jetzt natürlich auch zu den coolsten Menschen hier auf Twitch. Vielen, vielen Dank. Viel Spaß beim Zuschauen. Das war echt lieb gedacht. Ich fühle mich, wir haben auch mitten in der Woche. Ja. Passiert. Okay, wir können jetzt die gereinigten Nachtscherben herstellen. Nice. Noch ein neuer Follow. Du gehörst jetzt auch zu den coolsten Menschen hier auf Twitch. Vielen, vielen Dank und viel Spaß beim Zuschauen.
So, dann schauen wir mal. Gereinigte Nachtscherben. 10 Stück. So. Kehre zu Scar zurück. Mal schauen, wo der sich schon wieder rumtreibt. Warum sind jetzt 3? Achso, Remis auch essen. Ah, hier unten ist er. Fängt sich wahrscheinlich Fisch. Bin aber auch gleich wieder weg. Wünsche dir noch viel Spaß und eine gute Nacht nachher. Danke, dir auch. Guten Schlaf. Erholsamen Schlaf. So. Hier drüben. Wenn du ein Haufen alter Knochen, Leila. Erzähl mir nicht, dass sie versucht, mir damit Angst zu machen. Mutter Gothel sagt, ich soll sie in Asche verwandeln. Und dann sagt sie etwas über einen ewigen Kreis. Sagt er auch, dass du einmal versucht hast, aus ihr ein Dreigänge-Menü zu machen. Aber das schon wieder ein paar. Ich habe sie nicht angejagt. Ich habe sie lediglich auf der sonnigen Ebene patrouilliert, um ihre Sicherheit des gesamten Dorfes zu gewährleisten. Ja, komm, glaub ihn. Aber gut. Dann glaubst du auch, dass, was ich als nächstes zu sagen habe. Ich habe gesehen, wie sie etwas in der Erde vergrub, bevor sie sich davon lief. Natürlich war ich um die Sicherheit des Dorfes besorgt, also beschloss ich, der Sache nachzugehen. Eine geheimnisvolle Blume wuchs dort, wo sie gegraben hatte. Es dauerte nicht lange, bis sie zurückkam, also habe ich die Gelegenheit genutzt. Sie hat eine Blume gepflanzt, das ist seltsam. Ja, und sie sah durch einen Gegenstand, den sie dem Schwätzer mit den spitzenblauen Federn gestohlen hatte. Sie begrub die Asche von den alten Knochen und eine Blume wuchs dort. Das ist es, was sie mit dem Kreis meinte. Aus dem alten Knochen wurde eine Blume, buchstäblich. Oh je, du fängst auch schon an zu plappern wie dieser verrückte Mantra meines Bruders. Wir haben nur ein Problem. Wie können wir diese Knochen in Asche verwandeln? Ich habe Anfang August wieder das Nest ins Haus geholt, günstig auf Kleinanzeigen gekauft. Das Ganze hatte einen Hintergedanken. Ich wollte die Games auf Deutsch im Stream spielen, da auf der Switch die SNES-Games nicht in Deutsch verfügbar sind. Ja, macht Sinn. Macht auf jeden Fall Sinn. Mit etwas Recherche dann einen guten Upcycler sowie ein anständiges Guard-Kabel besorgt. Und voilà, etwas Funst zwecks Stream. Seitdem kauft das SNES und sind auch schon 25 Games dank eBay in meinem Besitz. Boah, das ist cool. Ja, also SNES wäre nicht mal das Problem. Ich hätte eine. Ich müsste es eigentlich nur alles anschließen und so. Das müsste ich mal schauen. Aber, ja, das wäre eigentlich echt eine Idee, dass ich hier SNES-Spiele mache. Aber ich glaube, ich mache da nichts mehr anderes. Ich bin dann 24/7 nur noch am SNES-Zocken. Ich kenne mich. Ja, nun, ich habe vielleicht eine Lösung. In meiner Höhle gibt es einen vulkanischen Geysir. Leg die Knochen dort hinein. Die Hitze und der Druck sollten ausreichen. Dann wirst du wohl die Asche einsammeln und vergraben müssen. Ist das alles? Klingt ziemlich einfach. Vergiss nicht, die Blume zu gießen, sonst wird sie nicht wachsen. Kusch, kusch. Danke für den Hinweis, dass ich das gießen muss. Achso. Einmal seine Hülle. Oh, ich sehe gerade, wir müssen die Folge für YouTube mal kurz beenden. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bald ist ein Dreamlight ready. Bis dahin, bye.